Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ja, mir hüpft das Herz, die Kurse fallen und die Investmentchancen werden wieder mehr. Das, was wir uns vor einigen Monaten händeringend herbeigesehnt haben, nämlich Kurse, zu denen man wieder in attraktive Unternehmen investieren kann, diese Kurse rücken Tag für Tag näher. Wir sind sicherlich noch nicht am Ende der Abwärtsbewegungen an den Börsen, aber es ist Zeit, jetzt eine Shoppingliste vorzubereiten. Wie kann man das machen? Gib doch mal ein paar Empfehlungen, wurde ich natürlich wieder gefragt. Und ich will ganz klar sagen, das ist nicht mein Job. Jeder muss seine Schularbeiten selbst machen. Ich weiß nicht, was der eine oder andere schon im Depot hat und was vielleicht noch fehlt, wonach man noch händeringend sucht. Deswegen will ich vielleicht heute mal einen Tipp geben, wie man sich einen einfachen Scan organisieren kann, um die Titel zu finden, die berühmten Stecknadeln im Heuhaufen. Ich nutze dafür heute wieder die kostenlosen Webseiten, heute mal Finviz. Auf Finviz gibt es einen Screener und dieser Screener listet Stand 27. Oktober 2018 7.544 Titel auf. Das ist natürlich viel zu viel, also sortieren wir erstmal alles aus, was keine Aktien sind und dann bleiben noch 5098 Aktien übrig. Diese Aktien filtere ich noch einmal weiter und zwar nach der Marktkapitalisierung. Ich möchte nur Titel haben, die wenigstens 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufweisen oder deutlich mehr. Warum? Nun, in unsicheren Marktphasen, wie wir sie im Augenblick gerade anfangen zu erleben, besteht natürlich die Gefahr, dass das eine oder andere Unternehmen entweder vom Kurszettel verschwindet, weil es pleite geht, oder dass es von anderen geschluckt wird. Und je größer ein Unternehmen ist, desto kleiner ist die Gefahr, dass es von anderen übernommen wird. Also möchte ich möglichst Marktkonsolidatoren, Marktführer kaufen. Und da habe ich jetzt als Kriterium mal ganz willkürlich die 10 Milliarden Marktkapitalisierung als Untergrenze angesetzt. Wenn ich diesen Filter eingebe, dann bleiben von meiner Liste noch 673 Aktien übrig. Das ist immer noch zu viel. Also, drittes Kriterium, wir wollen Dividende haben. Ich gebe als Schwelle mal 2% ein und dann erhalte ich 344 Stück, die noch auf meiner Liste bleiben. Warum 2%, warum nicht 5%? Nun, es gibt einfach Titel, die sind im Augenblick auf dem Weg in Richtung 3 und 4% Dividendenrendite, ganz einfach, weil die Kurse fallen. Die haben aber diese Schwelle noch nicht überschritten. Dazu gehört so ein attraktiver Titel wie MNM, ja, eine der Aktien, auf die ich ganz furchtbar scharf bin, die ich auch in meinem Scan mit drin haben möchte. Und wenn ich jetzt eine höhere Dividendenrendite eingeben würde, wäre die Aktie komplett rausgefallen. Also bleibe ich bei 2%. Dann gehe ich her und suche nach Aktien, die in der vergangenen Woche ein neues 52-Wochen-Tief gemacht haben. Und schon wird meine Liste noch ein Stück kürzer. Es bleiben 63 Aktien übrig. Ja, aus diesen Aktien sortiere ich mir dann nur noch die heraus, die positive Gewinnentwicklungen haben. Also ich gebe als Filter nochmal ein das Kriterium EPS, also Gewinn pro Aktie. Und zwar eine positive Entwicklung in den letzten 5 Jahren, im letzten Jahr, im kommenden Jahr und in den nächsten 5 Jahren. Ich will ja schließlich in wachsende Unternehmen investieren. So wird meine Liste noch kürzer und sie muss die Aktie, die ich kaufen will, muss optionierbar sein und sie muss shortable, also leerverkäuflich sein. Mit diesem Kriterium komme ich dann auf eine Liste von 29 Unternehmen. Und die habe ich jetzt mal auseinanderdividiert. Die erste Liste, die ich hier einblende, das sind die US-amerikanischen Unternehmen und siehe da, meine 3M, die steht ganz oben auf der Liste. Die will ich natürlich auch irgendwann kaufen. Ich sage nicht jetzt und ich sage auch nicht in dieser Woche, aber aus diesen 20 Titeln, da sind also einige bekannte Namen drunter, andere sind weniger bekannt, da sind einige Unternehmen drunter, die würde ich sehr, sehr gerne haben und andere eben nicht. Da kann sich jetzt jeder aussuchen, was für den eigenen Gusto passt. Und dann gibt es 9 Unternehmen und das ist hier die zweite Liste.
neun Unternehmen, die außerhalb der USA beheimatet sind. Und da finden wir alte Bekannte, wie zum Beispiel die kanadischen Banken, aber eben auch eine UBS aus der Schweiz oder Unternehmen aus Großbritannien. Damit ist man dann eventuell auch wieder etwas breiter international aufgestellt, wenn einem das wichtig ist. Diese 29 Titel könnte man jetzt als Ausgangspunkt nehmen für eine eigene tiefergehende Due Diligence, denn das ist wie immer nur erstmal die Rohmasse, mit der man dann arbeitet. Die eigentliche Aufgabe ist es jetzt rauszufinden, wie steht es um die Dividendenstabilität des Unternehmens. Sind die Unternehmen beispielsweise in der David Fish Liste bzw. bei den Canadian All-Stars oder bei der britischen Dividenden-Champions Liste mit dabei? Wie sieht es aus mit der Verschuldung? Wie sieht es aus mit dem operativen Geschäft in den Unternehmen? Wie sieht es aus mit der Charttechnik? All das kann man jetzt unter die Lupe nehmen und genauer hinschauen, wenn man nach Titeln sucht, die man in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf die eigene Shoppingliste setzen kann. Also es muss nicht unbedingt ein kostenpflichtiges Fastgraphs-Programm sein. Man kann es auch mit einfachen Mitteln über Finvis sich selbst organisieren, dass man eine Liste hat und dann irgendwann, wenn die Bodenbildung abgeschlossen ist, investiert. In diesem Sinne, bis dahin, bis zum Investieren, immer schön die Pfennige zusammenhalten, aufs Geld aufpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nils Gajowi.